Herzlich willkommen zu diesem Erfolgsinterview mit der Martina Bossinger. Du weißt, wir nehmen hier nur die spannendsten Persönlichkeiten, die spannendsten Erfolgsgeschichten von meinen Teilnehmern und Teilnehmerinnen und sie gehört definitiv dazu. Warum? Martina ist alleinerziehende Mama von 2 Kids und hat es trotz alledem geschafft, sich in nur 4 Monaten mit ihrem Online-Business ein Einkommen von 18.000 Euro aufzubauen. Also das ist eine total respektable Leistung und ich kann mich an eine besondere Meldung von ihr in unserer Facebook-Gruppe erinnern. Da hat sie nämlich einen Post gemacht mit ihrer Provision, das waren 1.400 Euro netto und hat darüber geschrieben, während dem Blumenshoppen passiv Geld verdient. Also saugeile Erfolgsgeschichte, gleich geht's los, viel Spaß damit. Ja, ein herzliches Willkommen zu diesem Interview, Erfolgsinterview mit der lieben Martina, die sich bereit erklärt hat, mit mir ein bisschen zu quatschen über ihre Erfolge, über ihr Business. Und ich würde diesen Ball gleich direkt an die Martina weitergeben. So, also Martina, kannst du uns ein bisschen was zu dir, zu deiner Person erzählen? Ja, hallo Lukas. Schön, dass ich hier bei dir sein darf, in deinem Gerne. Mentoring. Ich bin Martina Bossinger, bin 36 Jahre alt, bin alleinerziehende Mama von 2 Kindern und war halt sehr traurig, dass ich immer nur arbeiten gehen musste und keine Zeit für meine Familie hatte. Ja, Genau. cool, schön. Wann war das? Wann bist denn du zu mir gekommen? Ich bin am 27.10.2022 zu dir gekommen. Sehr nice, sehr nice. Und auch sehr erfolgreich, weiß ich ja. Du hast ja mittlerweile schon 2 Awards dir verdient, ne? Also hast ja auch bei dir daheim so eine kleine Oase dir aufgebaut mit den Pokalen, was ich sehr geil finde. Ja, lass uns doch mal gern teilhaben. Wie viel Bruttoumsatz hast du seitdem gemacht bei mir? Also ich habe 18.000 Euro Bruttoumsatz innerhalb 4 Monaten gemacht. Wow. Also richtig nice. Sehr gut. Und das trotz alleinerziehend zu sein und trotz pubertären Kind und Schwierigkeiten daheim und Ja. ohne Vorkenntnisse, muss ich sagen. Also ich habe mich davor gar nicht ausgekannt. Ja. So Hast du online. gar nichts gemacht? Also noch nie irgendwie was mit E-Commerce oder so versucht oder irgendwie? Nee, gar nichts davor. Sehr cool. Wie bist du dann auf mich gekommen? Also wie bist du auf uns gestoßen? Also privat ist man natürlich auf Instagram unterwegs gewesen Mhm. und Ja. da habe ich einer Seite gefolgt, die einfach schöne, gute so Persönlichkeitsentwicklungssprüche gepostet hat. Das Ja. hat mich schon immer so ein bisschen interessiert und dann bin ich da auf ein Video von dir zufällig gestoßen und dann habe ich gedacht, ah, was ist denn das Schönes? Tragen wir uns mal ein. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Ja, Ja. da bin ich ja sehr froh drum. Ich habe Martina ja auch auf unserem Community-Event persönlich kennenlernen dürfen schon, was sehr, sehr cool war. Und natürlich ist es auch einfach so eine geile Geschichte. Also wir haben ja hunderte Erfolgsstories, aber deine ist halt auch wieder sehr besonders, ne? Als alleinerziehende Mama mit 2 Kindern und so. Also richtig krass, auch die Erfolge natürlich, die du so gefeiert hast. Vielleicht kannst du uns kurz mitnehmen, seitdem du dabei bist, sind ja jetzt schon ein paar Wochen, Monate. Was war denn bisher dein Highlight bei uns? Was würdest du sagen? Ja, also ich finde es immer wieder toll, was für schöne Tipps wir von dir bekommen, weil es natürlich auch ein bisschen eine Gefahr mit sich bringt, wenn man plötzlich so viel online Geld verdient und so einfach Geld verdient, dann Ja. gibt man das Geld auch ganz schön schnell wieder aus. Das stimmt. Und was ich richtig toll finde, ist, dass du halt auf uns, auf die Community total drauf eingehst und uns dann auch weiterhilfst, gerade bei solchen Problematiken, die einfach so ein Business mit sich bringen. Und ja, das ist so mein Highlight und natürlich auch unsere Community-Treffen sind sehr nice. Da Sehr kann man schön. sich einfach privat unterhalten. Ja, ich hoffe, du bist beim nächsten wieder dabei. Natürlich. Ist ja November. Die Antwort wollte ich hören. Die Antwort wollte ich hören. Sehr schön, sehr schön. Dann hätte ich eigentlich noch so eine letzte Frage an dich, Martina. Und zwar, wir haben ja, ich schätze auch mal, dieses Video werden natürlich, sag mal, Leute gucken, ja, die sich vielleicht auch für unser Mentoring interessieren. Was würdest du jetzt, wenn hier jetzt jemand im Raum wäre mit mir und der würde überlegen, ah, trage ich mich da jetzt auch mal ein, gehe ich jetzt mal den Schritt oder buche ich das? Was würdest du dem ans Herz legen, vielleicht für einen Tipp, wie er seine Skepsis oder seine Zweifel oder seine Ängste vielleicht überwinden kann? Also was würdest du dem raten?
naja, also als erstes gar nicht so lange rumfackeln und überlegen, Ja. sondern sich mal die Frage stellen. Also ich habe so viele Menschen in meinem Umfeld, die sich immer wieder aufregen über den Montag. Also ich liebe den Montag jetzt. Natürlich, wenn man was ändert in seinem Leben, dann Ja. ist es natürlich auch schön und man sollte sich die Frage stellen, ist man gerade dort, wo man ist, glücklich oder bedrückt einen etwas? Also mir ging es selber so, ich war die letzten 5 Jahre sehr unglücklich in meinem Beruf. Okay. Und dann steht man natürlich auch schlecht auf und traut sich nicht mehr so wirklich, ja, soll ich jetzt arbeiten gehen, soll ich nicht arbeiten gehen? Ja, das macht was mit einem Mensch. Und viele Menschen denken, es gibt keinen Ausweg. Das habe ich auch immer jahrelang gedacht, vor allem Dinge als alleinerziehende Mutter. Ich kann wirklich jede alleinerziehende Mutter dazu raten, trau dich einfach. Ja, der Lukas, der gibt einem alles mit, was man braucht. Man kann den Lukas Löcher in den Bauch fragen, ne, Das dem stimmt. ganzen Team. Und es funktioniert wirklich, also richtig toll. Schön, schön. Also nicht so lange nachdenken, einfach auch mal machen, ja, weil man, also man klickt ja nicht einfach ohne Grund irgendwo im Internet herum und wenn man schon auf deinen Link gekommen ist oder auf dein Video gestoßen ist, dann hat es immer Gründe und dann muss man sich mal wirklich an die Nase packen und fragen, warum bin ich jetzt dort gelandet, ne? Und dann nicht überlegen, ach nee, die sind skeptisch oder so, weil das habe ich auch in meinem Umfeld gehabt. Ja, okay. Und dann ist mir aber aufgefallen, die Leute, die skeptisch sind, die sind ja angestellt, ne? Und in ihrem Hamsterrad gefangen und die wissen ja gar nicht, wie das läuft. Ja, also lieber mit Menschen reden, die schon ein Online-Business haben. Das würde ich auch empfehlen. Sehr gute Und Tipp. einfach Mut haben, Mut und trauen und machen. Ja. Ja. Und nichts kommt nichts, ne? Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Man muss halt manchmal ins kalte Wasser springen und da, ja, einfach sich auch mal, wie du sagst, trauen. Aber ich finde den Tipp auch gut, sich mal zu hinterfragen, wie ist denn meine aktuelle Situation? Wie ist denn mein Status quo? Bin ich damit zufrieden? Könnte ich diesen Status quo die nächsten 5, 10 Jahre aushalten oder muss ich was verändern? Und cool, dass du die Entscheidung getroffen hast. Bin sehr froh, dass du den Weg zu uns gefunden hast, auf jeden Fall. Ja, ich bin auch sehr froh und sehr dankbar. Jetzt hast du da noch so einen Punkt erwähnt, den würde ich hier doch noch ganz gerne aufgreifen. Du hast gesagt, skeptisches Umfeld. Hast du es in deinem Umfeld denn erzählt, dass du bei uns im Mentoring bist? Hast du das mit deinen Mitmenschen geteilt? Ja, also mit meiner Familie wollte ich das auf jeden Fall teilen, aber es ist halt natürlich auch ein bisschen schwierig. Ich habe da aber auch vollstes Verständnis, da haben wir ja auch in Düsseldorf live drüber gesprochen, Ja. dass es einfach schwer ist für die ältere Generation zu wissen, ah, okay, online kann man Geld verdienen. Ich habe dich ja dort getroffen und gesagt, hey Lukas, cool, lass uns ein Selfie machen, weil meine Mama und mein Papa, die sind so skeptisch und die glauben gar nicht, dass es dich gibt und das ist alles nur Fake und Oh ja, mein Gott, ja. also ja, es ist halt natürlich verständlich, gell? Früher hat man halt Briefe geschrieben, früher mit Schreibmaschine etc. Gell? Die ältere Generation weiß das halt nicht, dass es funktioniert, dass man ein Smartphone nutzen kann und online Geld verdienen kann einfach, ja. Ja, das sagst du, es ist einfach für schwierig vorstellbar, das stimmt. Ja, also ich merke sogar nicht nur für die ältere Generation, sondern auch so, ja, eigentlich so meinem Alter, deinem Alter, ist das fällt es Menschen auch noch schwer, wenn die halt auch digital wenig Erfahrung haben. Aber es ist ja normal, weil wie willst du halt was wissen oder verstehen, wenn du in dem Bereich keine Erfahrung hast, noch keine gemacht hast? Deswegen fand ich deinen Tipp auch geil. Ey, sprich doch einfach mal mit Leuten oder informier dich bei Leuten, die halt schon Online-Business haben, weil von denen kriegst du ja weitere Puzzleteile, die dann irgendwie das Bild klarer machen, ja, warum das funktioniert und so weiter. Also, vielleicht hier eine kleine Anekdote. Ich habe mit der Martina ja auch so ein Vorgespräch gehabt und dann habe ich jetzt heute was Neues rausgefunden. Ich filme gerade mit meiner iPhone-Kamera, habe davor immer mit meiner Laptop-Kamera gefilmt und ich habe keine Ahnung, wie das geht. Also hier ist mein, ich schaue jetzt hier gerade in meinen Laptop rein, film aber hier mit meiner iPhone-Kamera und die sind nicht miteinander verbunden über ein Kabel oder so. Und ich kapiere noch nicht, wie das funktioniert. Und es ist genau dasselbe Prinzip. Aber ich muss es ja auch nicht verstehen, wie es funktioniert oder im Detail funktioniert, sage ich jetzt mal. Ich sehe ja, dass es funktioniert und es reicht ja in der Regel aus. Na, da braucht man ja nicht immer so überdenken. Also, das ist vielleicht jetzt kleine Metapher noch. Ja, Martina. Was soll ich sagen? Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich freue mich, wenn wir zwei uns wieder auf dem nächsten Community-Event sehen. Hoffentlich im Darauf September. freue ich mich auch. Ja, sehr schön. Dann würde ich mal die Aufnahme stoppen und wir quatschen gleich noch im Nachgang noch ein bisschen.
Ja, nee. Also.